Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rainbow Six Siege News. Wir haben wieder einige neue Infos für euch. Diesmal geht es als erstes um den Mid-Season-Patch, der am Mittwoch, den 17.04. erschienen ist, um die ersten Leaks zu Season 2 und 3 und anschließend noch um ein neues Punktesystem im Rank. Im Mid-Season-Patch haben wir einige Änderungen per Operator, und zwar zum Vorteil und sowohl auch zum Nachteil. Die Warnung der Fähigkeit von Lion erscheint jetzt nicht mehr 3 Sekunden vorher, sondern nur noch 1,5 Sekunden vorher. Der Scan an sich wurde von 4 auf 2 Sekunden verringert und wenn man jetzt gescannt wird, wird nicht mehr der komplette Umriss des Gegners dargestellt, sondern nur noch ein roter Ping. Er kann seine Fähigkeit statt 2-mal jetzt 3-mal im Spiel verwenden. Die Aufladefähigkeit seines Gadgets wurde von 27 Sekunden auf 15 Sekunden verringert. Und Vigil ist jetzt, wenn er seine Fähigkeit aktiviert, unsichtbar für den Scan von Lion. Kommen wir nun zu den Änderungen zu Capitaro. Auf der einen Seite wurde der Schaden eines Feuerfalls von 19 auf 12 pro Tick gesenkt, auf der anderen Seite aber die Reichweite des Feuerfalls wiederum erhöht. Und dadurch hinterher die Aufladezeit des Gadgets vom Blitz wurde von 2 auf 7 Sekunden erhöht. Somit kann er nicht mehr so schnell hintereinander blitzen. Der neueste Operator Kite bringt auch zwei Änderungen mit sich. Und zwar wurde der Schaden der AUG A3 von 27 Punkten auf 33 erhöht. Und die TCSG 12er Schrotflinte verliert ein Magazin, somit also an Munition. Statt 61 Schuss, jetzt nur noch 51 Schuss. Und kommen wir nun zu der einzigen Änderung unseres musikalischen Talents Maestro. Wenn die Kamera von Maestro von einer Twitch-Drohne beschossen wurde oder von einer EMP von Thatcher beworfen wurde, so öffnet sich diese jetzt bis zur Hälfte und ein Zerschießen dieser Kamera ist möglich. Nomads Gadget wurde ein Audiosignal hinzugefügt, das heißt, wenn sie ihr Gadget jetzt verschießt, ein Gegner daran vorbeiläuft, kann er dieses in Zukunft hören. Hinzu kommt auch noch bei Nomad, dass sie ihre Claymore verloren hat, dafür aber Betäubungsgranaten bekommen hat. Wie ihr vielleicht gerade am Bild bemerkt habt, ist die Aufnahme gerade unterbrochen worden aufgrund meines Akkus. War nicht zu blöd, den Akku aufzuladen. Aber kommen wir nun mal des Weiteren zu den Änderungen zu Ying. Und zwar, je länger ihr die Candelas von Ying in der Hand haltet, desto schneller sollen diese auch explodieren, ähnlich wie das Kochen einer Granate. Kommen wir nun zur letzten Operator-Änderung und da beziehen wir uns auf den Operator IQ. Diese kann nämlich jetzt, wenn sie ihr Gadget verwendet, Echo finden, wenn dieser sich in der Drohne befindet. Das waren soweit alle Infos zu den Operators, jetzt kommen wir zu den ersten Leaks der Season 2 und 3. Season 2. Eine Dandelions-Angreiferin. Ihr Name Merk. Sie soll der Community-Liebling werden und ihr Aussehen wird als niedlich beschrieben. Sie soll unsichtbar sein für die Kameras wie Vigil und sich leise bewegen können wie Cavera. Hinzu kommt noch, dass man bei ihr von einer Art Annäherungsalarm ausgeht für den Kampf gegen Roman. Ein männlicher Verteidiger aus dem US-Geheimdienst, Name Warden. Klassisches Aussehen, wie man das sich von jemandem aus dem US-Geheimdienst vorstellt. Mit Anzug, Krawatte und Kevlarweste. Er soll eine Art taktische Brille besitzen, womit er durch Rauch und Flashgranaten hindurchsehen kann. Wahrscheinlich ähnlich wie das Visier von Glass. Und eine Überarbeitung der Map Kapi Dostoevsky im oberen Bereich des Skylights. Hier ein Vergleich vorher und hier nachher. Zudem gibt es eine Änderung im Bereich der Bar. Zur Season 3 wissen wir bisher nur, dass es vermutlich einen Operator geben wird, als Angreifer, der eine Art Kletterhaken besitzen soll. Mit diesem Kletterhaken bleibt natürlich keine andere Möglichkeit, als dass er von unteren Stockwerken durch eine offene Luke hinauf auf das nächste Stockwerk gelangen kann. Kommen wir nun zum letzten Thema für die heutige Folge, und zwar wird es in Rainbow Six Siege bald neue Ränge geben. Die Elo-Punkte bzw. MMR verschieden sich um 100 Punkte jeweils nach Gold, sprich Diamond wird man jetzt schon ab 4400 MMR. Hinzu kommt, dass man nach Diamond ab 5000 MMR den Rang Top-Player erhalten kann. Diese Bezeichnung könnte aber bis jetzt auch nur ein Platzhalter sein. Im Bereich Gold wird es nur noch die Ränge 3 bis 1 geben. Silber, Bronze und Kupfer bekommen jeweils die Ränge 5 bis 1 dazu. Das war's auch schon mit der heutigen Rainbow Six Siege News Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Änderungsvorschläge gerne in die Kommentare. Ansonsten geht es in der nächsten Folge hoffentlich auch mal wieder mit Christian weiter. Bis dahin, ciao. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse. Lass mich!
Oh mein Gott!